Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in der Neuwurst-Edition. Ja, oh Mann, ich bin so komplett crazy gerade, denn, ja, ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich nicht so stark sehen wie ich, aber ich habe nun einen 4K-Monitor und ich spiele dementsprechend auch auf 4K. Davor war das nur WQHD und ich habe es halt auch 4K für YouTube hochskaliert. Aber nun ist es echtes 4K und mein Gott, sieht das krass gut aus jetzt. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, allein wie dieser Baum aussieht. Ich meine, davor war es ja schon sehr detailliert, aber jetzt ist es wirklich nochmal ganz krass anders. So, aber ich würde sagen, wir gehen mal raus, denn musste auch erst gerade irgendwie OBS-Einstellungen schaffen, zu ändern, weil OBS und 4K ist nicht so... Die mögen sich nicht so und deswegen muss ich jetzt irgendwie gefühlt für jedes Spiel eine neue Möglichkeit finden, irgendwas einzustellen. Und Lydia, kommst du mit oder was? Ich habe doch ein... Habe ich nicht gesagt, du sollst bleiben? Naja. Tatsächlich sie. Kann es sein, dass sie jetzt einfach wieder zurück... Ach egal, wir wissen ja jetzt, wo... Hä? Was ist dein Ziel, Lydia? Was hast du ge... Naja, egal. Wir gehen einfach, okay? Ich habe keine Ahnung, was sie... Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich will sie auch nicht fragen. Passt schon. Soll sie halt, keine Ahnung, rumlaufen. Mit der OBS kann man leider nicht in HDR aufnehmen, soweit ich weiß, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ich weiß... Oh. Hey, Lydia kommt doch mit. Okay, das ist interesting. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man HDR aufnehmen kann. Ich weiß nur leider nicht, wie. Ich weiß, dass es geht. Aber wissen... Tue ich es nicht, ja, aber es wäre ganz gut. Aber ich tue es nicht wissen. Oh Mann, ey, so viel unnötiges Rumgelaber. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zu unserer nächsten Quest von der Diebesgilde. Denn wir sollen ja, Gift unterschmuggeln, das wir natürlich vorher bekommen werden. Da wir ja eigentlich Viecher killen sollen damit. Aber das werden wir nicht machen, denn wir sind komplett frech. Und Lydia rennt immer noch. Naja, solange sie da ist, ist alles okay. Wenn sie weg ist, dann ist natürlich nicht alles okay. Aber oh Gott, bei meinem Kampfstil weiß ich gar nicht, ob ich nicht sie wirklich mal aus Versehen erwische. Oh Mann, ich wollte auch beim letzten Mal zum Schmied gehen, aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich voll müde war. Ich habe dann ausgemacht und geschlafen. Und ja, heute ist der erste Tag seit 3 oder so, wo ich wieder aufnehme. Also Skyrim aufnehme. Also quasi einen Tag bevor das Video also rauskommt. Am Dienstag nehme ich das gerade auf und Mittwoch, also morgen, also für euch heute, kommt raus und ja. So brutal, ey. So, da ist ja auch schon das Gute, die Honigbrauerei da, die Gute. So, hallo, was geht? Ich bin da. Moin, Mächte. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Stimmt was nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Solange ihr mich bezahlt, wird wenn der Auftrag erledigt ist, ist mir das egal. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern, ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Okay, mach ich. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Gut, dann
Machen wir das. Muss ich hier aufräumen. Huch. Schön, dass direkt hier einer liegt. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut nach. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden... Ich wollte jetzt die Dame nicht beim Singen unterbrechen, deswegen habe ich mal kurz die Klappe gehalten. Ja, die sind ja schon alle tot. Ah nee, sind sie nicht. Ja, komm noch her. Boom. Boom. Hab euch. So Schiss, ne, dass ich ihr aus Versehen einen überziehe. Jetzt bin ich auch noch in die Bärenfalle rein. Mein Gott, ey. Was macht der auch? Er hätte mich nicht mal vorher warnen können oder so, aber nee. Er war sich ja zu fein, der Herr. Quatsch. Lydia. Red Deutsch. Red Deutsch mit mir. Redest du auch immer Deutsch mit mir? Was soll das? Oh, das ist ein bisschen mit. Gut, dass da nicht steht, Clown. Oh. Hallo. Ah, nee, okay. Ach, der Typ hat ja auch noch Probleme mit Spinnen. Das hätte er uns sagen können. Das war nicht Teil des Plans. Oh, ist irgendeine Mod drin, dass ich sie gar nicht verletzen kann? Das wäre nämlich ziemlich nice. Aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Aber ja. Cool. Oh, noch eine Bärenfalle. Oh, noch eine. Boah. Was soll die Scheiße? Oh ja, okay. Das ist aber okay, lol. Trieben, ey. Ist da jemand? So, haut ab, Mann. Klatsch. Wer ist denn das? Wow, wow, wow. Wer bist denn du, Alter? Fuck. Who the fuck are you, man? Warum greifst du mich an? Aber der hat ein Tagebuch dabei. Vielleicht. Das kenne ich irgendwie gar nicht. Null. Aber cool. Verbesserung. Dann knacken wir noch dieses Schloss. Oder auch nicht. Doch, easy. Ja, kein Problem. Ja. Ach, toll. 9 Septimer. Alter, willst du mich ausziehen oder was? Nest aktivieren. I've applied poison. Okay, ich habe Gift drauf gesprüht. So, dann gehen wir mal da lang. Kampfmusik ist immer noch da. Warum? Was war das? Ah, das. Wo ist jetzt die... Ist da noch jemand? Die ist gerade einfach hinter mir gespawnt. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wer da was da anscheinend gerade noch war. Anscheinend war da jemand und deswegen war da noch diese... Ja, egal. Unsere Aufgabe ist es nicht, irgendwelche Spinnen zu killen. Aua. Sondern... Ja. Die Skiva. Jetzt muss ich da noch irgendwie nach oben klettern. Machen wir das doch mal so, zack. Zack. Gehen wir mal zurück zu Sabion. Der kleine Schlinger. Lock you creates a key. Okay. Ach, vielleicht den Schlüssel. Perfekt. Easy. Raus da. So, dann sind wir draußen. Da baumelt wieder jemand. Und da mischen wir rüber. Krass, ey. Der hat aber ein großes Anwesen, der Typ. So, rein da. Bescheid geben, Bezahlung abholen. So wie es sein muss. Hallo, darf ich mal vorbei? Moin. Ist noch irgendetwas unklar? Naja, Job ist erledigt. Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Was mit meiner Bezahlung? Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt.
Ja, war ja klar, ne? So kriege ich kein Geld, Mann. Ach. Dann setze ich mich halt so lange dahin. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand. Jetzt, da ihr euch um euer kleines Ungetüm. Ja, da kannst du mal Small halten, die reden. Könntet ihr mir ja einen Schluck Met gönnen? Bedient euch, Herr. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräu. Und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Ach, kommt. Das ist Met. Kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Dann kipp mal runter, Hauptmann. Bei den Acht. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch, es ist nicht das, was es zu sein scheint. Ja, der Kollege schuldet mir noch Geld. Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Das mache ich gern. Und ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Lebt wohl, Sabion. Okay. Dass er auch echt erst mitgeht, wenn er die Waffe gezückt bekommt. So. Wie sieht's aus? Ich habe meinen Teil getan. Das hätte nicht besser laufen können. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifthorn zurückkehrt? Meine Bezahlung. Ich muss mir Sabions Bücher ansehen. Dann will Maven also Sabions stillen Partner finden, was? Ihr könnt euch gerne in Sabions Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Hier, das dürfte helfen. Oh, ein Schlüssel. Super, dankeschön. Denkt daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen. Mach ich. Oben. Ey, die singt auch die ganze Zeit dieselbe Scheiße, Mann. Das passt schon wieder. Wir haben es verstanden. Ich mag das Lied auch, aber wenn es die ganze Zeit getrellert wird, dann ist es irgendwann auch nervig, ne? Naja, so. Schauen wir uns mal das Buch an. Ob da irgendeine Information steht, so der Feinschmecker oder so. So, schauen wir mal. Ah, ist aber schön hier. Ah, in seinem Schrank, den ich nicht angucken kann. Warum kann ich den nicht angucken? Ah, okay, jetzt da. Wo ist meine Maus? Ich habe keine Maus. Was ist da los? Ich habe irgendwie gerade keine Maus gehabt. So. Dann gehen wir wieder. Komm, da können wir mal runterspringen, ausnahmsweise. Bisschen unzivilisiert. Nicht zu glauben, es hat funktioniert. Und tschüss. Ja, natürlich. Wenn ich was tue, dann funktioniert es meistens. Hin und wieder. Kommt drauf an. So, aber wir gehen noch nicht zurück. Denn ich würde gerne nochmal nach Weißlauf und etwas tun, was ich tun wollte, ich aber bisher nicht gemacht habe. Und zwar schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, was ich so schmieden kann. Denn sonst vergesse ich es wahrscheinlich nur nochmal. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann laufe ich richtig? Doch, ne? Aber wir können uns mal ein bisschen beeilen. Damit wir hier nicht gefühlt gar nichts sehen. Außer wie ich laufe immer. Lydia? Ah, da ist sie. Achso, okay. Es sah kurz aus, als hätte sie die Waffe gezückt. Boah, es ist so schön, ne? Dass die Pferde einfach mal normal sind und nicht so fette Viecher. Das verstehe ich aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht bei Skyrim. Wieso sie das gemacht haben, dass die Pferde so, ich weiß nicht, so fette Brocken sind. So, ein bisschen laufen. Ich sollte vielleicht mal meine Ausdauer jetzt anfangen zu verbessern. Ich meine, ich habe jetzt schon einigermaßen gut leben, ne? Und das sollte ja fürs Erste reichen. Fürs Erste kann man damit ja was anfangen. So.
bin zumindest jetzt nicht immer sofort tot, auch wenn ich immer noch viel zu schnell drauf gehe oder immer noch viel zu schnell Leben verliere. Aber das ist okay. So. Hallöchen. Keiner da? Okay, dann benutze ich mal die Schmiede. Die kann man jetzt nicht irgendwie verbessern, ungefragt. Okay, schön. Armor Claws, All Items, das ist, glaube ich, einfach ein Cheat, dass man direkt alles bekommt. Assassin Boots. Okay, das sind aber viele Sachen. Das sieht irgendwie aus, als wäre das ziemlich nudi. Das nehmen wir nicht. Ich will nicht nudi rumlaufen. Was gibt's schon? Was ist das? Abenteuer Rüstung. Was ist das? Hals lila. Das ist irgend so ein Halsding oder was? Halsschmuck. Aedes. Auch schon wieder so ein Nudie-Ding oder was? Assassin Armor. Lovian. Ja, Zodil Heavy Iron Armor. Das ist auch so cool. Ja, einmal quasi männlich, oder? Und einmal weiblich, oder wie ist, wie kann ich es mir vorstellen? Das ist auch so cool, ey. Dass man einfach von Oblivion Sachen haben kann. Lips Mage. Boah, was ist das denn? Das sieht ja allein schon das Ding richtig cool aus. Wie will ich das machen? Soul Gem. Achso. Soul Gem. Habe ich aber nur eins. Scheiße. Muss ich mir entscheiden? Ja, dann nicht. Dann heben wir uns das noch ein bisschen auf. Elfen. Geschwärzte Kapuze. Okay. Gibt's auch irgendwas anderes Cooles? Was ist das? Infanterie. Inquisitor, Stiefel. Ja, mit kurzen Haaren. Okay. Oh. Meisterschlüssel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 5, lol. Damit kann man einfach das Schlösserknacken verbessern. 30%. Ist das ja ein Cheat-Item, oder nicht? Ach, das ist allgemein sowas. Potions 50% mehr verstärkt. Okay, das ist aber irgendwie ist das auch cool. Oh, es gibt verschiedene Sorten von Helmen jetzt. Eisenlaterne. Das machen wir. Das machen wir. Das brauche ich. Das brauche ich in meinem Leben. League of Assassin. Nee, wollte nicht. Was gibt's noch so? Was war das gerade? Magic Laternen. Hold Darkness at. Okay. Nee, mir reicht eigentlich meine Eisenlaterne. Was ist das denn, Nordwarden? Ist ja ein abgefahrener Helm. Der sieht ja richtig abgefahren aus. Nord. Ach, den kann ich auch nur machen, weil ich anscheinend so einen Helm habe oder was? In offen. Oh, wie cool ist das denn? Ja, dann machen wir den doch mal. Zack. Nordic Helm open. Ach ja, so einen hatte ich. Ja, brutal cool. Also gibt es davon noch mehr. Oh mein Gott, die muss ich suchen. Das sieht ja richtig geil aus. Bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Farbenrüstung. Was ist das? Rüstung des Inquisitors. Inquisitors. Serana. Aha. Ah ja, das hatten wir schon mal gecraftet, wo ich dann auf einmal einen Blitzer hatte. Sehr ungeplant. Ist geil. Krass, damit kann man sich richtig warm anziehen. Was war das? Und, ah, okay, lol, das ist auch cool. Okay, dann Umhänge mit Frisuren und so. Und gibt es irgendwie ganz schön viele. Twilight Forest, ja gut, Twilight Princess meine ich, haben wir ja. Was ist das denn, ey? Wild Huntress. Okay. Ach man, jetzt kommt halt Zeug, das ich nicht machen kann. Aber ich kann es zumindest anschauen. Das ist halt auch cool. Aber was ist denn das?
Ein Helm. Sieht ja ganz abgespaced aus, so alienmäßig. Aber klar, wahrscheinlich irgendwie aus Morrowind, schätze ich jetzt. Oh, Dominion. Wie sehen da die anderen Teile aus? Aber ist wahrscheinlich auch wieder so gefühlt halb nackig, oder? Aber irgendwie sieht es jetzt so schon mal eigentlich gar nicht so scheiße aus. Dafür brauchen wir Stahl. Aber ich habe doch Stahl, aber anscheinend brauche ich ein anderes Stahl. Das sieht auch cool aus. Aber da brauche ich auch anscheinend irgendein anderes Stahl. Boah, das ist ja cool. Einfach so ein Standard-Outfit. Oh mein Gott, das gibt es ja in verschiedenen Variationen. Okay, das ist mega nice. Ich meine, das ist ja richtig cool. Anscheinend kommen wir schon... Oh, was war das? Königlicher Paladin. Dunkle Rüstung. Da bist du aber auch so ein fetter Oschi dann. Aber cool sieht's aus. Was ist das? League of Assassin. Es gibt schon echt krass coole Sachen. Und da weiß man gar nicht, wie es aussieht, außer durch diese Bilder da. Und dann sieht hier Mithrilamo so aus, oder was? Willst du mich verarschen? Ich bin schon mal sehr gespannt, was wir uns irgendwie... Also wie wir... Das sieht auch sehr geil aus. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir danach irgendwann rumrennen werden. Wenn ich irgendwann einen Stil oder einen Look gefunden habe, wo ich sage, so sehe ich aus, so will ich aussehen, das gefällt mir. Das sieht auch cool aus. Da bin ich sehr gespannt. Boah, da gibt es ja noch mehr. Was ist das denn? Das sieht auch richtig cool aus. Hier bin ich... Oh Gott. Ja gut, das ist aber auch so ganz schön teuer. Also von den Materialkosten her. Ja, aber trotzdem. Sehr interessant, sehr spannend. Kann ich denn irgendeine coole Waffe machen? Ein Bretonschwert. Was von Schaden her? Ja, okay, jetzt keine Axt unbedingt. Iron Greatsword. So, die Iron Greatsword. Eisenspeer. Wie kämpft man denn hier mit Speer? Das sieht bestimmt auch richtig cool aus. Ich glaube, ich bleibe vorerst bei meiner Waffe. So, passt schon. Aber vielleicht kann ich sie ja noch... Ernsthaft, Lydia? Naja, vielleicht kann ich ja noch irgendwas... Nee. Was? Nein, nein, nein. Was? If you choose upgrade, you will no longer able to upgrade any rhinestone, though I really want to... No. Genau, ich habe ja Sachen an. Werden die nicht angezeigt, was ich anhab? Verdammt. Ich weiß nicht, wie das heißt, was ich anhab. Ach, so eine Kacke. Vielleicht wird es auch gar nicht angezeigt. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte auch eigentlich mein Inventar ausleeren. Habe ich auch super geschafft. Silber. Ich glaube, das hat irgendwas abgezogen. Nee. Nee, ich würde es nicht verbessern. Silver. Kann ich da... Ah, doch hier. Nee. Doch hier. Das habe ich doch an, oder? Silverhand Light Armor. Komm, das machen wir. Verbessern. Ja. Erlesen. Und das. Kann ich meine Frisur auch verbessern? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Nee, sieht nicht so aus. Naja, aber es ist auch okay. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt ist Lydia endlich mal weg. Können wir ja... Typ. Je nach Typ. Bogen durch. Schwert, Streitaxt, Streitkolben, Zweihänder. Schwert. Zweihänder. Ja, anscheinend kann ich das nicht verbessern, oder? Iron Greatsword, Gewicht, Orkisch, doch, das habe ich doch, oder nicht? Herstellen. Okay, super. Ich glaube, das ist alles, was ich doch anhabe, oder? Light. Silver war das, Silver.
Okay. Wo ist es hin? Ja, wo sind die Sachen, die ich anhab? Ach da. Nee, hab ich nicht. Das heißt nur... Aber macht das jetzt einen großen Unterschied? Ach ja, doch, leid. Da sieht die Rüstung sieht ein bisschen anders aus. Aber die ist halt jetzt besser. Ja, nicht ganz. Der Brustteil ist besser. 17 die Schuhe, 16. 17, ja, wow, ich hab einfach mein Geld aus dem Fenster geschmissen. Schaden. Aber wenigstens konnte ich die Waffe verbessern, ja, wenigstens etwas. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise nach Rifton, weil das ist mir tatsächlich zu weit weg. Habe ich ja gesagt, wenn es zu weit ist, dann machen wir Schnellreisen. Dann gehen wir noch kurz die Quest ab und ich, ja, dann war es anscheinend schon wieder. Ja krass, ey, echt die Zeit fliegt, ne, wenn man Skyrim spielt. Ich bin echt am überlegen, ob ich die Aufnahmen bei Skyrim vielleicht wirklich länger mache. Weil eine halbe Stunde für Skyrim, oh Gott, also, bei einer halben Stunde für Skyrim ist halt hier und da doch irgendwie ein bisschen wenig. Finde ich. Da kann aber natürlich auch jeder anderer Meinung sein und das ist auch komplett okay so. War denn hier nochmal der Weg da hinten oder nicht? Guten Tag. Komme ich denn nochmal zum Friedhof? Hier lang. Irgendwie. Komme ich denn nochmal zum fucking Friedhof? Ach da. Ah ja, super. Push. Also der Typ, der chillt auch immer da, ne? Der hat einfach keine Lust wegzugehen. Aber jeder wie er möchte. Mir ist das ja egal. Ich soll wieder raus? Ach. Ach, ich muss ja mit einer... Ich muss ja gar nicht in die Gilde rein. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin halt einfach... Ich weiß es doch auch nicht. Manchmal... Da ist es halt einfach so. Da macht man Sachen oder denkt an Sachen, die komplett falsch sind. Ja gut, dann... Kein Problem. Nein, du kennst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist sie da reingegangen. Darf ich vorbei? Einfach zuerst rein. Ich durfte nicht vorher rein. Aber Hauptsache da chillen, ne? Scheiß Arsch, ey. Ist die oben? Ah ja, tatsächlich. Ich habe gerade das Feuer neu angefasst. What's up? Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Auftrag erledigt, hier sind eure Informationen. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Serpions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ich habe dieses Symbol schon gesehen. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht, der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Stalldorf. Ja, danke. Geiziges Stück Scheiße, Alter. Mach ich lauter Kacke, ey, und gib mir eine Waffe, Mann. Was will ich mit einem Dolch, Alter? Was will ich mit einem Dolch? Ich will Cash sehen, Geld, Moneten. Und kein Dolch, Alter. Bin ich ein scheiß Kind oder was? Oh, ein richtiges Messer. Doch kein Dolch, Mann. Das auf meinem Rücken ist ein richtiges Messer. Edelsteine, Tränke, exotische Zutaten. Also ernsthaft. Die tut so, als hätte sie hier voll großes Maul und so, ne? Kann voll. Okay, jetzt laufe ich schon wieder rum. Als könnte sie ja voll viel entscheiden und keine Ahnung. Und dann gibt sie mir einen scheiß Dolch, ey. Was soll denn Schaden, Mann? Was glaubt ihr eigentlich, wer die ist? Naja. Egal. So ist es halt jetzt.
So, ich bleibe jetzt hier in der Mitte und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Skyrim. Euer Guantanamo. Tschüssi.